Hallo zusammen, mich hier ist wieder Chilla und heute wieder für euch in Shadowlands unterwegs. Und zwar soll es heute um ein bisschen kontroverseres Thema gehen. Es geht nämlich um Multiboxen. Und da hat sich in letzter Zeit einiges getan, denn Blizzard hat ein Statement rausgehauen, was viele so werten, als ob Multiboxen jetzt quasi komplett verboten ist. Hier gleich schon mal schon gleich mal mein Statement dazu. Nein, so sieht's nicht aus. Es wird bloß ziemlich beschnitten. Aber da wollen wir gleich drüber reden. Was ist Multiboxen? Das sollten wir vielleicht mal anfangen. Nicht jeder ist da auf dem gleichen Stand. Es gibt viele Leute, die Multiboxen, Botten, China Farmer und alles Mögliche in einen Topf schmeißen. Was ist Multiboxen prinzipiell? Multiboxen heißt einfach, ihr habt mehrere WoW-Clients gleichzeitig offen und ja, ihr müsst die gleichzeitig zahlen. Das ist, werde ich immer gefragt, wenn ihr zwei WoWs offen habt, könnt ihr das nicht machen, wenn ihr nur ein WoW zahlt, sondern ihr müsst mehrere zahlen. Ja? Heißt, ihr habt zwei WoWs offen, drei WoWs, fünf WoWs, zehn WoWs und könnt die auch einzeln steuern. Ihr seht, ich habe jetzt zum Beispiel hier meinen Druid, ja, und hier drüben der Monk, das ist auch mein Char. Den kann ich auch einzeln fliegen. Den habe ich jetzt hier auf dem Zweitbildschirm. Unten habe ich ihn mal eingeblendet und im Endeffekt kann ich mit dem einen draufhauen, muss halt auf den anderen Fenster rüberklicken und da draufhauen. Soweit so gut. Das war auch immer legal. Was auch legal war, dass man sich eine Software holt, die einen Tasten drückt. Zum Beispiel, ich stehe mit den beiden Mobs, an den mit beiden Chars an den Mob dran und drücke die 1. Dann müsste ich ja immer rüberklicken und auf den anderen auch die 1 drücken. Ich kann aber mit dem Software einen Tastendruck quasi multiplizieren und auf ein anderes WoW übertragen. Das geht mit einem, das geht mit zwei Accounts, das geht mit zehn Accounts und so weiter. Heißt, wenn ich solche Programme habe, dann tue ich mir natürlich beim Multiboxen wesentlich leichter. Blizzard hat bis jetzt immer die Philosophie vertreten, solange wir einen Tastendruck haben für eine Interaktion, ist es vollkommen in Ordnung. Ich weiß noch, vor sehr, sehr langer Zeit war bei Trade Skill Master, das ist ein Auktionshausprogramm, die Sache, dass man einmal einen Scan gemacht hat, dann einen Einstellscan und dann konnte man einmal drücken und hat alle Items reingehauen. Das geht schon lange nicht mehr. Mittlerweile muss man für jedes Item zumindest einmal drücken. Man legt sich das auf ein Mausrad und wenn man das Mausrad scrollt, dann ist jede kleine Weiterdrehung immer ein Klick, ne? Also so kann man das so halb umgehen zumindest, aber man wirkt quasi für jede Interaktion einen Tastendruck oder einen Mausraddrehung, ne? Und so ist es halt auch beim Multiboxen. Beim Botten ist es anders, da hat man ein Programm, was alles automatisch macht und dann drückt ihr nur einmal und zwar Bot starten und sonst nicht für jede Interaktion. Deswegen ist das natürlich komplett verboten. So, jetzt schauen wir mal in den Post rein, den Blizzard uns gegeben hat. Und zwar gibt es mittlerweile zwei Stück. Ich habe jetzt mal beide offen. Hier ist ein Haufen Geschwurbel, was uns eigentlich nicht interessiert. Wichtig ist diese Stelle hier. Die Nutzung von Software zur Übertragung von Eingabebefehle, die Befehle gleichzeitig auf mehrere World of Warcraft-Clients übertragen, wird zukünftig als Verstoß gegen unsere Bestimmungen betrachtet. Heißt genau diese Programme, die quasi einen Tastendruck spiegeln auf mehrere WoW-Lizenzen, wird verboten sein. Das war jahrelang komplett von Blizzard gedeckt. Und ich weiß, vielen Spielern ist das Schauer aufgestoßen, wenn ihr rumfliegt und da ist ein Multiboxer und baut euch die kompletten Pflanzen ab und oder ist im War-Mode unterwegs und klopft euch weg. Kann ärgerlich sein. Ja? War aber bis jetzt tatsächlich komplett legal. Blizzard hat seine Meinung hier geändert und ab sofort ist das quasi ein Verstoß gegen die Nutzungsbedingungen. Hier schreiben sie auch weiter, dass sie als erstes die Leute warnen wollen. Ne? Nicht jeder liest diese Post, nicht jeder ist auf WoW Head oder auf der Blizzard Main-Seite unterwegs und sieht sowas. Und dementsprechend, wenn solche Programme erkannt werden, WoW kann das auslesen, da gibt es ja verschiedene Programme mit Worten und irgendwas und anderen Geschichten, die quasi auf eurem PC nach solchen Sachen suchen, eigentlich nach Bot-Geschichten, aber jetzt anscheinend auch nach quasi Multibox-Programmen. Es soll euch dann erstmal eine Warnung ausspucken, wenn sowas gefunden wird und dann im Verlauf, wenn diese Warnung ignoriert wird, dann soll es anscheinend zu Accountstrafen kommen, zum temporären bzw. dann tatsächlich auch zu ja, kompletten Permabans. Und das machen sie hier halt in dieser kleinen Aussage, die sie uns als Post hier mitgeben, klar. Was wir rauslesen können, Multibox-Programme sind nicht erlaubt. Multiboxen an sich, so wie ich das lese, ist weiterhin erlaubt. Ihr dürft weiterhin mehrere Accounts haben, sprich für das, was es ich nutze. Ich tue nebenbei meine Sachen im Auktionshaus einstellen, beziehungsweise camp irgendeinen Rare-Mob und spiele dann auf dem einen Account und camp zum Beispiel auf dem anderen. Das könnt ihr weiter ohne Probleme machen, solange ihr kein Programm nutzt, wo ihr die Befehle quasi aufs zweite rüberspiegelt.
Selbiges sagen sie auch hier in dem zweiten Post. Da machen sie nochmal klar, dass Multiboxen or playing multiple World of Warcraft Accounts at once is not a violation of our Terms of Use. Also heißt, ganz normales Multiboxen, kein Problem. Multiboxen mit Programm ist ein Problem. Es wird hier auch ein bisschen argumentiert, dass das quasi Automatisierung und Bots Vorschub leistet. Finde ich ein bisschen schwammig. Okay, kann bestimmt sein. Ich denke mal, Blizzard verbietet das eher, weil halt sehr, sehr viele Spieler das nicht gutheißen. Gut, jetzt mal noch so ein bisschen meine eigene Meinung zu der ganzen Thematik. Wie gesagt, mich betrifft es kaum, beziehungsweise eigentlich gar nicht. Ich habe zwar auch so ein Programm, so ein Freeware-Version von einem Programm, das ich aber echt selten nutze. Also ich bin keiner, der Multibox und mit zwei Chars gleichzeitig quasi irgendwas macht, sondern wie gesagt, ich bastel auf dem einen Account was und campe zum Beispiel in Rare auf dem zweiten Account. Ne? Also mich betrifft es nicht wirklich. Dennoch muss ich sagen, finde ich es ein bisschen schade, dass sie diesen Multiboxen mit dem Programm quasi jetzt aus dem Verkehr ziehen, einfach weil ich ein bisschen ein Profiteur davon bin, von billigen Mats einfach, muss es so sagen. Wenn es viele Multiboxer gibt, die irgendwelche Sachen farmen, sind die Mats tendenziell günstig. Wenn die Mats tendenziell günstig sind, kann ich die einkaufen, weiterverarbeiten und günstig die Waren weiterverkaufen. Und viele Leute, die jetzt vielleicht schon wettern oder die gewettert haben, oh, immer, ha, es lohnt sich nicht Kräuter zu farmen, es lohnt sich nicht Ärzte zu farmen, weil wegen die ganzen bösen Multiboxern, die werden sich halt umschauen, dass alle Folgeprodukte natürlich jetzt wesentlich teurer werden. Und das sollte man auch immer so ein bisschen im Hinterkopf bewahren, dass das ja nicht nur ausschließlich schlecht ist. Klar, wenn ihr selber jetzt Mats farmen wollt, dann werdet ihr wahrscheinlich geringere Preise erzielen, weil halt mehr Konkurrenz da ist. Und durch diese Multiboxer hat man halt eine große Konkurrenz. Ne? Ist natürlich logisch. Aber ihr müsst halt sehen, dass auch alle Folgeprodukte wesentlich teurer dann daraus werden. Und wenn ihr jetzt ein Casual-Spieler seid und nicht so viel Gold habt, kann es halt sein, dass es euch eher negativ trifft dann, wenn weniger Mats dadurch im Umlauf sind. Also ich bin dem so ein bisschen zwiegespalten gegenübergestellt. Was natürlich eine Geschichte ist, die man beachten sollte, was jetzt auf der Seite gegen die großen Multiboxer steht. Man muss immer schauen, dass die WoW-Economy ein ziemlich zerbrechliches Konstrukt ist. Wenn sehr viel Gold neu in die Economy reinkommt, dann gibt es eine starke Inflation. Und das Gold, was ihr habt, wird weniger wert. Und wenn man natürlich jetzt eine große Anzahl von Multiboxern hat, die zum Beispiel Raw Gold farmen, mit irgendwelchen sehr guten Stundenergebnissen, dann schafft man sehr, sehr viel neues Gold. Und insgesamt wird der Goldpreis dann, beziehungsweise man hat eine höhere Inflation und das Gold wird weniger wert. Also da kann tatsächlich schon ein Problem drin bestehen, wo ich aber glaube, dass das nicht so die Riesenauswirkung hatte im Moment. Aber ich kann mich irren, es gibt da positive und negative Aspekte von dem Ganzen. Ich denke, die Leute, die jetzt einen Haufen Account haben, werden wahrscheinlich die Accounts so lange laufen lassen, bis sie weggebannt sind. Ich befürchte fast sogar, dass einige sagen, ja komm, wenn das eine eh illegal ist, ich habe den Account jetzt, haue ich mir einen Bot drauf und lasse den laufen. Also ich glaube, dass bei manchen das sogar ins Negativere abdriften wird und dass dann einige Leute halt so lange noch ihre Accounts nutzen, diese ja auch bezahlt haben, diese auch wahrscheinlich manche bestimmt auch eine Weile laufen lassen wollten, noch bis zum Ende nutzen. So wird es tatsächlich ich machen, weil ich würde mir denken, okay, bezahlt habe ich es oder ich würde mir mein quasi Geld zurückholen an der Stelle. Wir werden gucken. Am Anfang von Shadowlands werden wir sehen, wie sich das Ganze verhält. Und ja, müssen wir mal schauen, wie die Mattpreise sich dann übers Add-on entwickeln werden. Am Anfang, wisst ihr ja, sind die Sachen eh immer relativ teuer. Ob da Multiboxer dabei sind oder nicht, wird sich aber halt wahrscheinlich dann ein bisschen mehr in die eine oder andere Richtung verstärken. Gut, das war eigentlich so ein bisschen die Resonanz, die ich euch geben wollte. Und ja, wenn ihr wollt, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Euer Tela, bis zum nächsten Mal. Ciao.